So, 2 Tage bis zum Treffen, dann kommt Anni zu mir. Ich bin hier gerade noch an den letzten Ködern dran, habe jetzt auf meiner Tillery Sidewinder Blue Tape gemacht, dass der über Nacht ordentlich drucken kann und da hier kein Druck abfällt, wo ich mal ein Riesenproblem habe bei dem Tillery Sidewinder, aber das kommt bald, dazu kommt bald mehr. Hier jetzt der Tivo Flash, auch wieder auf Blue Tape, richtig Zucker. Heute Nacht laufen die Drucker durch, morgen im Livestream alles bemalen, alles einrichten, alles machen. Teile liegen hier. Und dann am Donnerstag kommt Andi und dann werde ich ihn mit meinen Waffen mit großen Schritten im Voraus schlagen. Peace Andi, bis übermorgen. Aus der Puste oder was? Lauf mal wie ein Model. Das kann er nicht. Endlich, Andi, Applaus. Yo! Du hast in meinen Rucksack rein? Ist da dein Angelschein auch drin? Ich hoff's. Ja, deine Frau muss alles managen. Ich krieg's alleine nichts auf die Reihe, ey. Geht schon, oder? Warte, ich hab jetzt die Nee, check auf die weiße Kiste. Warte, ich hab Angst, dass du mich mitnimmst. Du. Ja, gut. Oh, ist das dann deine neue Kamera? Neue, ja. Alter, ja, fett. Die ist brutal. So. Ich muss nur noch lernen, in die Linse zu schauen. Sau gut, ja. So, ich schau ja, mal daneben. Lilly und Andi sind jetzt endlich da. Wie lange habt ihr Verspätung? 1,5 Stunden. Oh. Stimmt, ey, wir haben schon fast 12. Ey. Um 10 Uhr wollten die da sein. Na gut, die haben jetzt mal eine Angelkarte geholt. Wir verlieren keine Zeit. Ich schwitze auf die GoPro und dann geht's los. Also, Andi, Leine los. Du musst die Leine vorne losmachen. Okay, warte. Okay, warte mal. Lilly mit der Kamera für 3D-Druck Andi am Start. Retro-Anni mit seinem Muscle-Shirt, Alter. Filmst du auch? Hast du deine Köder dabei, ja? Ich hab meine Köder dabei. So, warte mal, ich muss ein bisschen der weiter weg. Der größte Köder steckt hinter der Kamera hier. Yeah. Hast du Bock? Ich hab sowas von Bock. Geil, dass du kommst, ey. Mega, ohne Scheiß, ja. Mich wirklich ist auch eine große Ehre für mich, hier in deiner Hood ja, ich zeig dir heute Abend abchillen zu können. Abchillen zu können. Wenn meine Frau und Kinder im Bett liegen, komme ich zu euch, dann hol ich euch ab. Das ist so gegen 8, 7, 8. Und dann zeige ich euch meine Hood bei Nacht. Dann geht's immer richtig los. Siehst du, wie viele Krippen da sind, wie viele Steine da rausgucken? Du denkst, da ist Wasser, aber da gucken Steine raus. So, wir sind jetzt hier im Spot angekommen. Schön ruhiges Gewässer. Wir schmeißen mal irgendwo Anker. Und dann gucken wir uns mal Andis Köder an, was so geht. Erstmal ein bisschen Köder vorstellen, was wir so gemacht haben, oder? Geht. Ich werde gerade angerufen, das ist der unpassendste Zeitpunkt. Hallo, Oma. So, wir schmeißen jetzt hier Anker. Lilly, geht's dir gut? Ja. Aber okay, einfach rein? Ja. Ich habe leider nichts gesehen, weil ein breiter Rücken im Weg ist. So, wir haben jetzt hier den Anker geschmissen. Knoten. Einfach ein bisschen gemacht mit den Knoten. Ich habe die voll verlernt, die Knoten. Wir haben einen ziemlich guten Spot. Ich glaube, hier könnte was gehen. Wenn nicht, fahren wir ein bisschen weiter. Mal gucken mal. Aber Andi, Hauptsache ist Spaß. Ne? Steck den Ranzen mal nicht so raus. Hauptsache ist Spaß. Peace. So, wir machen gleich mal Ködervorstellung. Mit der Flachschaufel. Also das ist ein Wobbler aus dem 3D-Drucker. Wie ihr sehen könnt, sieht man nicht, dass er aus dem 3D-Drucker stammt. Ein bisschen Farbe und Epoxy dazu drüber und er sieht so aus. Sieht gut aus. Er ist schon echt geil, oder? Das sieht wirklich gut aus. Er ist echt cool, ne? Es fühlt sich auch schön an. Ja. Also kann man im Laden so verkaufen. Sieht auf jeden Fall echt ganz entspannt aus, die Kiste. Cool. Sau gut. Ja, und der ist halt ein bisschen realistischer. Der zappelt auch unter Wasser. Ja, sollte. Und den habe ich selbst konstruiert, ja? Ganz wichtig. Mein Online-Kurs findet ihr bei ihm unten in der Infobox, hoffe ich. Ja, Mann, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, der Kurs ist wirklich gut. Auf jeden Fall ist der so ein bisschen realistischer. Ich dachte mir, okay, ich habe hier einen mit knalligen Farben, der auffällig ist und hier einen, der ein bisschen realistischer ist. Ja? Ich habe ihn gestern schon getestet, der war dann ein bisschen falsch rum. Jetzt habe ich Blei unten rein und jetzt läuft die Suppe. Ja, ich habe meinen eigenen Forellenspoon nicht dabei, weil wir hier am Forellengewässer nicht sind. Wir sind ja hier an einem Raubfischgewässer. Ist ja hier der Rhein, hier gibt es ja keine Forellen. Wenn dann überhaupt ein bisschen weiter südlich. So. Das ist ein Köder, den ich dabei habe. Das ist ein fertig designter Köder von Thingiverse. Der hat hier hinten einen rotierenden Propeller, den habe ich gestern im Stream auch zusammengebaut. Seht ihr das? Und wenn er durchs Wasser gezogen wird, dann ploppert er halt richtig geil. Das war schon geile Geräusche, oder? Ey, richtig cool. Oh, Andi, guck dir das an, was für eine Bewegung der hat. Pass mal auf, was für eine Bewegung der hat. Achtung.
Warte. Digga, der ist sexy, Alter. Keine Ahnung. Jo. Geil. Ist auch gut. Ja, machen wir nochmal. Mega. Ziemlich gut, oder? Jetzt war sehr gut, ja. Wegen? Vor einem Monat. Nein! Oha! Nicht geantwortet, ne? So, wir haben jetzt hier die ersten Hürden schon hinter uns. Klar war das heute, dass wir nicht jetzt unbedingt einen Fisch fangen werden. Ist auch nicht weiter schlimm, aber wir haben Spaß auf jeden Fall. Und Andi kommt extra hierher, lässt seine Frau angeln, damit sie die Spule ins Wasser wirft. Sau gut, ey. Ich habe auch schon zwei Köder verloren. Die hängen hier im Baum irgendwo. Aber ey, es macht Spaß und Andi hat auch sein Köder als im Gestrüpp. Weil hier ist halt extrem struppig, also hier ist hier viel unter Bodenpflanzen. Was eigentlich für Hecht spricht, ich bin kein Profi, aber heute ist auch so heiß hier, aber geil. 45er Bizeps wirft eine 32 Gramm Rute, gebrochen. Nee, auf jeden Fall Traum auf das Wetter, wir liegen hier auf Anker. Anker liegt, haben Spaß, gleich fahren wir zurück, weil dann auch meine Freundin nachkommt mit der Kleinen. Wir setzen uns ans Wasser, grillen ein bisschen was, kochen ein bisschen was mit dem Camper. Wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich. Macht Spaß. Mega. Ja. Wenn man keine Spulen wirft, dann macht Spaß. Nee. Oh nein. Nein! Das war's! Alter, was los? Gerissen! Ja, Mann! Nein! Fuck, guck mal hier! Oh shit! Ja, auf jeden Fall. Anni, wie viel Fisch hast du gefangen? Ich habe einen Baum gefangen. Einen Baum? Aber ja. Mit einem selbst konstruierten Köder, ja? Ja, ich habe anders hätte ich wahrscheinlich nicht gefangen. Mit 19 Euro Köder. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Es hat extrem Laune gemacht. Es war zwar cool, weil die Herrschaften leider etwas zu spät kamen. Aber es hat extrem Laune gemacht, oder? Übel geil. War schon lustig. War echt cool. Wetter hat gepasst. Wetter, auch wo es ein Traum auf das Wetter wird haben. Blauer Himmel, Sonnenschein. Jetzt fahren wir meine Frau abholen, Kind abholen. Und dann gehen wir was essen gemütlich. Dann gehen wir noch ans Ufer, so wie hier. Und dann angeln wir auf Grundeln. Da brauchen wir die Maden, die bringt meine Freunde mit. Ja, ich freue mich. Fahren wir zurück, let's go. So, wir haben jetzt gegessen, wir sind voll gefuttert. Jetzt haben wir, wie viel haben wir, Andi? Warte, ich habe auch eine Uhrzeit. Boah, gleich 5 schon. Gleich 5, die Sonne knallt noch extrem. Wir fahren jetzt noch mal kurz hinter ans Wasser, zu so einem kleinen Hafensteg. Und dann werden wir hier, oder ich werde hier, mit meiner Stippe und, wo ist es? Und mit meinem 3D gedruckten Pose, der hier, werde ich auch gleich noch mal Fische fangen. Das heißt also, mit dieser Pose hier, also die ist ja 3D gedruckt, die ist aus PLA, deswegen hat die sich schon verformt, weil die im heißen Auto lag. Mit dieser Pose hier werde ich jetzt gleich Grundeln fangen. Fange ich eine Grundel mit dieser Pose, habe ich die Challenge gewonnen, Andi. Wenn ich in dieser Pose eine Grundel fange, weil dieser ist ein 3D Drucker, und wir haben gesagt, mit einem 3D gedruckten Objekt einen Fisch fangen, das tue ich, der gewinnt. Wir haben beide nichts gefangen bis jetzt, der Andi hat keine Pose, ich habe eine 3D gedruckte Pose, ich bin die jetzt hier dran. Und dann werde ich gleich ins Wasser gehen, die Pose sinken lassen und schauen, ob es funktioniert. Und wenn, habe ich gewonnen. So, damit ich dem Andi nicht so viel verspreche, sind wir hier nochmal in meinen Geheimspot gefahren. Wie viele Grundeln hast du schon gefangen? 10. Ich habe schon fast eine Tüte voll. Wo ist die Tüte? Tüte voll mit Grundeln, die frittieren wir nachher. Meine Pose ist gerade draußen. Und dann, da, wow, catch live, zack, Fisch dran. Zack, Fisch dran, seht ihr? Wo ist er? Da. Tadada! Die werden nachher frittiert und dann gibt es einen lecker Abendschmaus. Abendsnack. Anni holt gerade Bier. Oh geil, mit der Sonne hier im Nacken. Das gibt ein geiles Foto. So, entspannt den Abend ausklingen lassen. Hier mit dem Bus, ganz gediegen, schön aufgeräumt. Der Lilly, dem Andi, im Bus, mit dem Bus. Mit einem Sonnenbrand im Gesicht. Mit einem Sonnenbrand im Gesicht. Der Sonnenbrand. Oh, der Andi. Zeig mal deine Brust. Sie ja, extrem. Mein Nacken ist so rot. Oh, krass. Ich fühle mich so, als ob ich einfach nur so ein Batzen Sonnenbrand bin. Aber okay, war cool. Ja, war auf jeden Fall geil. Jetzt noch ein paar
Grundeln frittieren, hier auf meiner Kochablage. Ja, und dann geht's ab in die Haie. So, ich hier mit meinem Batman-Kostüm, wird langsam ein bisschen kalt. An dem Start. So, Fang, Rollen eingelegt, Eier, Salz, Pfeffer. Paniermehl. Oh, ich glaube, der Eier schon ein bisschen gut aus hier. Oh, ich glaube, das ist gar nicht so. So, also erst die Zitrone ausquetschen, in die Schale Fische rein. Fische dann ins Ei, die Fische, die dann im Ei waren, hier ins Paniermehl und dann ins heiße Fett. Und dann hat man einen frittierten. Verdrehten Fisch. Ja, Schatzi, das ist ein Mary. Oh, jetzt Alter. So, Zitrone nochmal nehmen und einmal ein bisschen drüber träufeln. Ich hab ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Keine Sorge, ey. Pro weiß Bescheid. Auf, Andi, komm. Trau dich doch mal was, ey. Das ist was Neues. Glaub mir, die Erfahrung ist gut. Oha. Das schmeckt echt gut, ey. Alter. Junge. Hast du die ganzen gegessen? Ah ja. Ist halt schon. Frittierte. Grundel. So lecker. Voll geil.